noch die Lautstärke anknallen. Wunderbar. So, vielleicht doch nicht allzu laut. 4,5. Ja, müsste gehen. So. So, bevor wir mit Timespinner starten. Für alle, die mich doch nicht kennen, ich lurke meistens im Chat herum als Moderator. Wenn ich mich doch mal vorstellen dürfte, Malkav Grout, beziehungsweise auch bekannt als in Twitch LP Margin Malkav. LP steht übrigens nicht für Let's Play, sondern für Live Play. Und ich übernehme freundlicherweise mal wieder die Vertretung für Steve, denn unser Maskottchen Tino, unser Sonnenschein und er waren in Köln oder sind in Köln und haben sich an einem Konzert erfreut. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe mal kurz was überprüft und ja, also es kann sein, dass der Stream ein bisschen lecken mag, beziehungsweise deftige Frame-Einbrüche hat, beziehungsweise, ja, dass es rollt runter geht. Habt keine Sorgen, das Ganze gibt es natürlich auch als YouTube. Da wird es nochmal hochgeladen, beziehungsweise ja, dort erscheint es auf alle Fälle in besserer Qualität, sollte es hier nicht flüssig laufen. Und wie schon erwähnt, ihr findet den Link dazu im Chat. Hab ja schon den Command rausgehauen und dort findet ihr uns. So, ich muss mich jetzt erstmal nur ein bisschen mit der Störung wieder vertraut machen, denn es ist ein Weilchen her, seit ich in Timespinner reingeschaut habe. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ob es ein Monat her ist oder zwei Monate. Ich befürchte aber, es sind schon fast drei Monate her. So, genau, wir waren ja in der Gegenwart. Hier komme ich ja nicht weiter, weil dort die Laserbarrieren sind. Aber wir schauen, ich schaue trotzdem mal nach. Ja, das sind die Laserbarrieren. Die muss ich ausschalten, weil die tun ja Aua machen. Und ich bin gespannt, wo ich die ausschalten kann. So, jetzt will ich aber erstmal kurz was nachsehen. Hier hat es noch Räume, die unentdeckt sind. Und mich würde interessieren, warum. Ach. Weil ich da noch nicht drin war. Ah, erstmal ein Hadoken raushauen, kein Kamehameha. Denn seit Tino weiß ich, es ist, Kamehameha ist ein Strahl. Hadoken ist eine Kraft. Ist ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß. Huch. Super. Wie schon aber auch damals erwähnt, die ganzen Texte etc. werde ich nicht vorlesen. Denn mein Englisch ist total eingerostet. Und nicht mehr das allerbeste. Au. Naja, zum Glück fresse ich hier nicht allzu viel Schaden. Wer jetzt allerdings damit gerechnet hat, warum kommt kein Livestream von Steve? Wie schon gesagt, er gönnt sich Erholung vom Stream. Und es wird auch kein Speedrun folgen. Also kein Speedrun-Training. Ja, tut mir leid, falls diejenigen jetzt enttäuscht sind. Es gibt einen ganz normalen Livestream mit mir. So, ich denke mal, ich muss in der Vergangenheit weiter. Und ich glaube, ich muss hier zu den Royaltürmen. Also Royal Towers. Hell yeah, die Musik, die fetzt. So. Level up. Ja, nice. Das ist doch jetzt ein Witz. Oh, gut. Oh, ist so schön. Gut. Außerdem hat Steve auch gesagt, dass ich mal wieder streamen soll. Ganz auf Steve. Grund, und dem stimme ich ihm mal so halbwegs zu. Ich soll auch mal das beenden, was ich angefangen habe, beziehungsweise fortführen, was ich angefangen habe. Und
Er hat mir schon angeboten, ja, such dir doch ein paar Tage, such dir mal doch Tage aus, an denen ich streamen möchte. ja. Schön wär's. Also nicht im Sinne von schön wär's, von wegen ich habe keine Zeit. Zeit hätte ich einigermaßen, aber. So. Ach stimmt ja, ich habe den Doppelsprung. Warum setze ich den nicht ein? Das ist ja eine Fähigkeit, die ich ja neu dazu bekommen habe. Oh. So, dann gehe ich erstmal hier weiter. Ernsthaft. Ja, welcome to the Merchant's Craw Shiny Stuff Emporium. Wait, what are you doing here? Ha! Like a little thing like time would keep me from being here and there. How old are you? Age has nothing to do with it. We ascended past restricting things like that eons ago. Now we go where we like the wind. Whoosh! Now then, want to see my collection? Ja, natürlich. Schauen wir mal, wir haben ja genügend an Geld. Ernsthaft. Clearly someone thinks that is. Echt jetzt? Da hat er gar nichts. Oh, halt. Schöne grüne Steinchen einsammeln. Und natürlich auch blaue Steinchen. Ernsthaft, das will mir nicht gefallen. Hallo, kann. Okay, der ging schnell drauf. Ah, nein. Au. Okay, also so schlimm sind die nicht, aber. Nee. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So. Was ich außerdem vergessen habe zu erwähnen. Klar, wie schon gesagt, Steve hat mich schon darauf angesprochen, ich soll mir mal Tage aussuchen. Zum Beispiel einen Montag oder den Dienstag. Huch. Phil Critty. Okay. Wann ich einfach mal streamen möchte. Das Problem ist, ich weiß nie, A, wann genau ich streamen kann. Und B, will ich auch fast damit warten, bis ich viel besseres Internet habe, um auch viel in einer viel höheren und besseren Qualität streamen zu können. Ist das Chuchulos Mini-Hirn oder was? Wie war denn das? So. Ah. Ach, das ist natürlich die Klingorb. Beziehungsweise die Klingfähigkeit. Sag mal, wie weit hoch geht's noch? Au. Plasmakern. Eigentlich habe ich beim Erkunden so meine Taktik. Pro Stockwerk erstmal die komplette Ebene und dann immer weiter höher hinauf. Was ist das denn? Eieiei. Das kann nie und nimmer schon gewesen sein. Das ist doch Maximum Health Up. Oh, cool. Halt, weiter runter, bitte. Noch weiter runter. Halt, nicht zu weit runter. Ich möchte hier weiter gucken. Ah, geht nicht. Okay, ich muss dazu wieder hoch. Schauen wir doch mal. Hopp. Magier. Aber läuft gut.
Gut, dann gehe ich mal hier wieder runter. Schon wieder Level up. Meine Güte, das ging schnell. Ja, wow. Maximum Sand up. Nice. Das war knapp. So, dann schauen wir mal. Aha. Großmagier, Fragezeichen. Entweder ich bin überlevelt oder der hält einfach nicht so viel aus. Okay, vielleicht kriege ich noch irgendwann eine Fähigkeit, um noch höher zu springen. Weil wenn ich das richtig sehe, woanders kann ich nicht hin. Und hier im Schloss, das scheint mir die einzige vernünftige Möglichkeit, um weiterzukommen. So. Ich bin mal gespannt, ob es noch weitere Orbs gibt. Wobei, gelogen, ich glaube, ich weiß, wo ich noch hin könnte. Entweder Vergangenheit oder Gegenwart. Weil wir haben ja noch so ein Atemgerät bekommen. Oder Atemgerät, ja. Dass wir unter Wasser atmen können, eine Maske. Lass mich in Ruhe. Aber jetzt schauen wir erstmal hier im Schloss. Nach dem Rechten, wie, wo, was. Und die Magier will ich schnellstmöglich ausgeschalten haben. Bevor die mir zu Schaden kommen. Au, was? Chaos? Oh, oh! Ey, dieser Mistkerl. Chaos. Bedeutet, denke ich mal. Ah, okay, hat aufgehört. Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, Chaos bedeutet, dass ich keine Zeitfähigkeit einsetzen kann. Keine Zeitfähigkeit. Ich bin ja auch lustig. So, schauen wir mal. Kupferhelm ist ja. So. Der hat weniger Verteidigung um 1, hat aber mehr Wille und. Komm, ich glaube, jetzt setze ich mal an. So, mit einer Cloak. Oh, sehr schön. Dann passt das. Ich gucke erstmal, was links ist. So. Ah, sehr schön. Das könnte ich gut gebrauchen. So. Hier hoch. So. Oh, Boss Time. Elana. Ah, Moment mal, der Name sagt mir was. Das war doch im Büro. Im Büro. In der Bücherei, in der Bibliothek. Einen Moment kurz. Au. So. So, you're the one wrecking havoc on our world. I'm here to stop you. I'm here to stop Lechium from becoming the oppressive empire you make it. Your cruel army won't get a chance to conquer the other worlds. I make it an oppressive empire, sending my army to conquer other worlds? Dear girl, you're thinking of Violet. Violet, who oppressed their citizens, banished their dissenters to die a slow death in this wilderness. Who ruled with a bloody fist and killed Lechium's first queen, my love. The war is a worthy one, girl. With a plan to destroy a planet, use demons in your armies? How else could we achieve peaceful independence?
You're just like Villette. Shut up. Just try to stop me. Gladly. Oh boy. Au. Okay. Au. Gut. Okay. Ja, okay. Sie hat so ein... Oh. Au. Oh, die macht schon recht Schaden. Hey. Blitze. Ich muss gucken, dass ich hinter sie gelang. Alter. Ah, halt. Use Item. Potion. 75 AP, 7 Stück. Ja, komm. Reicht das mal aus. Au. Au. Dem macht aber auch Schaden. Darf man echt nicht unterschätzen. Jawohl. Jawohl, level up. Halt, please, I yield. You are powerful. And you weren't wrong. I've been no better than Villette. I never want to become this. I came here with peaceful intentions, and when I began to see what Villette had done to Lycium's people. And so you were on a path to destroying them all and turning Lycium into a powerful empire. I was blinded. You don't have to kill me to stop this. You've banished the leaders of the demons, and I will begin the process of casting the rest out. I don't want a world influenced by them. I don't want to be a military power. How can I trust you? What do I look like to you right now? Broken. My desire for revenge is gone. I just feel empty now. Fine. If you make Lycium a peaceful place, then I don't need to kill you to change things. What about the villains still on the planet? Es war ein anderes Wort, Entschuldigung. Vitiens? Keine Ahnung. We will make peace. It will take time to spread the word, to remove the more war-mongering elements of my nation, but it will be done. Good. See that it is. You've made a difference here. Thank you. I won't betray your kindness. We could still use your help, you know. It's easier to make a better world with allies. I have a duty to fulfill, still. My own revenge. Will it be worth the sacrifice? Cool. Oh. Ein Brief. Warp Shard und... Plasma Orb. A Royal Villettian Orb of Crystallized Plasma. Electrocutes foes at the cost of aura. Gleich mal gucken. Plasma. Plasma. Wow. Okay, ziemlich geradlinig. Hat dafür eine ordentliche Reichweite.
Habe ich nicht irgendwas mit Plasma aufgehoben? Ich habe doch irgendwas. Auf. Ja, Plasma-Core. Okay. Okay, es geht irgendwie höher. Gut, ich habe jetzt Plasma-Orbs, aber was kann ich mit denen machen? Na, dann schauen wir mal. Gut, den Erfolg will ich erstmal speichern. Oh, macht ganz gut Schaden. Chaos Rose. Oder Chaos Rose. So, dann... Ne, wie war denn das? Select war die Karte als Schnellmenü. Wo kann ich noch hin? Also hier kann ich soweit nichts mehr machen. Ich könnte jetzt nach ganz unten links gehen. Da habe ich noch nicht groß erkundet. Ansonsten, da funkelt was. Da könnte ich vielleicht hin. Und ansonsten, unter mir ist noch freie Fläche. Das Lustige daran ist aber, dass das der Ausgang ist, beziehungsweise der freie Himmel hier. Ja. Oh, hoppa. Ne, halt mal, hier war ich ja noch gar nicht. Ja, hol mich doch der Teufel. So schön. Und werde belohnt mit einem Trank anscheinend. Huch, warte mal, es geht noch weiter nach rechts weiter. Ich dachte, da wäre Sense. Ein Eisadept. Auf, Drache, greif an. Mach ihn platt. Okay, ich kann noch nicht hoch. Mich würde es nicht wundern, wenn ich doch irgendwie solche Luftorbs bekomme, mit dem ich noch höher springen kann. Oder vielleicht eine andere Seite. Ah, wer weiß, wer weiß. Ernsthaft? Ich guck mal, ob ich das rechts auch übersehen habe. Weil dann kann ich da hoch. Ah nein, okay. Mein Fehler. So. So, Vorsicht, Vorsicht, sag ich schon. Im Übrigen bitte ich schon mal viermal zum... Oh. Um Entschuldigung. Falls ich vorhin so... gesagt hatte. Es liegt daran, ich habe mir vor kurzem erst ein Bänderriss zugezogen und ich muss meinen Fuß irgendwie... Normalerweise, soll ich gar nicht viel sitzen, sondern auch liegen und so weiter. Und mein linkes Bein zieht halt durch die Schiene mehrmals so aus, wie so ein fettes Hühnerschlägelchen. Also unten bei der Schiene alles dünn und Fuß ist dick und also die Waden sind dick. Also ich hoffe nicht, dass es noch was Schlimmeres ist, also Thrombose oder sonst irgendwas. Und wenn ich halt das Bein belaste, das tut halt weh. Oder wenn ich die Position verändere. Jetzt muss ich mal kurz auf der Karte nachgucken.
Okay. Gut, ganz nach links. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Weshalb war ich da beim letzten Male nicht? Ah, weil ich wahrscheinlich nicht die Plasma-Orbs habe. Deswegen. Oder hatte. Elemental Beats. Das sieht verdächtig aus, da links. Okay, vielleicht von der anderen Seite. Oh, das puckert auch gerade so richtig schön unangenehm. Also mein Fuß. Aber da muss ich durch. Oh, okay. Plasma macht gegenüber dem Magier nicht so viel aus. Ich denke mal, das ist... Plasma ist Magieschaden. Anders als wenn ich jetzt hier mit dem Steinorb oder mit dem Blue Orbs oder Feuerorb vielleicht reinhau. Okay, ich muss hoch. Und dann mal gucken. Ob ich da irgendwie... rankomme. Hinkommen, rankommen. Sehen wir ja dann. Und wenn nicht, dann geht's, denke ich mal, in eine Zeitreise. In Richtung Gegenwart. Dann, denke ich mal, dürfte die Militärbarrieren... Ernsthaft? Nix hier. Ist da wirklich nix? Oh boy. Erstmal speichern. Mal gucken. Ah, ne, so weit hoch reicht das nicht. Aber Moment. Nee, keine Ahnung. Au! Level up. Nice. Ah, ich muss rechts. Ich gucke, dass ich da hochgelange und dann eine Zeitreise unternehme. Oder ich bleib in dieser Zeit. Oh. Jetzt sehe ich den Nachteil dieser Plasma-Orbs. Ich darf nicht allzu häufig mit denen angreifen. Die ziehen an der Mana. Dann nehme ich wieder die Shattered Orbs. Hab eine kurze Reichweite. Aber ich friss wenigstens keine Mana. Damit. Alter, das ist ja heftig. Weil ich dachte gerade schon, warum habe ich so wenig Mana? Jetzt weiß ich auch warum. Das sind diese Plasma Orbs, die fressen hier reichlich Mana. Gut, mal gucken, ob meine Vermutung richtig ist.
Verflixt. Okay, mal gucken. Wo kann ich weitermachen? Da unten vielleicht? Hier vielleicht? Ich gucke erstmal hier, ob ich da irgendwie weitermachen kann. Links und dann runter. Weil ich wüsste sonst nicht, wo es weiterging jetzt heute. Und es gibt ja noch Wasserbereiche, an denen wir noch nicht geschaut haben. Genau. Da wir ja die Wassermaske haben. Oder die Atemmaske. Okay, Maximum Send-Up. Sehr schön. Wollte gerade sagen, wir kommen wieder hoch. Aber stimmt ja, ich muss ja nur mehrmals Spring drücken. Gegengift, Antidot, Ether. Schön Abstand halten, denn was ich eins gelernt habe bei diesen Viechern ist, dass die Gift versprühen und man ohne Antidot hier ziemlich schnell drauf gehen kann. So, bevor ich da runter gehe. Gucke ich erstmal dort unten, was da gibt. Auf jeden Fall war ich hier noch nicht, Fragezeichen. Oder ich war in der Gegenwart hier. Wump. Oh nein. Ach, Siren. Okay, ich dachte, das wäre eine Nixe. Fast dasselbe, bloß eine Sirene, die macht Lärm. Habe ich gerade ein Level Up bekommen, oder? Weil da dran stand irgendwie Level Up. Oder nee, die Orbs haben, glaube ich, ein Level Up bekommen. Gut, hier geht schon mal nicht weiter. Mit Ruhe. Oh, Maximum Aura ab. Sehr schön. Kann ich mehr Hadokens abfeuern? Und ich würde fast vorschlagen, wir bleiben mal kurz noch unter Wasser. Vielleicht gibt es hier unten noch was. Aha. Antidot. Und nichts mehr. Okay. Dann mal hoch hier. Siren Ink. Nehmen wir mal mit. Level up. Na, vielleicht ist es doch gar nicht mal so schlecht, dass wir noch hier sind. Okay, ich komme hier nicht runter. Muss ich vielleicht mit den Feuerorbs? Nee.
auch nicht. Keine Ahnung. Ach, dann würde ich fast vorschlagen, wir kommen hier nicht weiter. Au. Okay. Dann könnte ich nur noch danach schauen. In den Bereichen. Ja. Und da links. Ja, da würde ich fast eher hier hingehen. Und dann von da oben aus hier durch. Klingt nach einem Plan. Ein Mushroom. Sehr schön. Na, komm her. Orange Juice. Ach stimmt, das war ja zum Heilen. Glaube ich, meine ich zu behaupten. So. Darf jetzt nur nicht vergessen, gleich den ersten Cut anzusetzen. Also ihr werdet ja nichts mitbekommen. Ist ja für YouTube dann. Damit die Videos nicht allzu groß werden. Ah ja, ich erinnere mich. Dieser gigantische Vogelkäfig. Oh, das war knapp. Läuft soweit ganz gut. Ah, oh, hier unten also. Okay. Genau, jetzt kann ich auch nach unten mit der Maske. Und tiefer noch. Wow, 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 wow. Was bist du für einer? Ah, hol mich doch, der Teufel. Nice. Ach, stimmt, die Kanalisation. Sporwein. Genau. Ich glaube, hier kann ich in der Gegenwart nicht weiter. Bin mir allerdings unsicher, ob es wirklich die Gegenwart war. Ja, geil. Testen. Ah, okay. Ich dachte, dass vielleicht die Ranken mit Feuer. Oha. Verbrennen würden. Das wollte ich sagen, genau. Ah, oh. Au. Au. So. Da mal runter. Okay, ich komme hier also schon mal wieder hoch. Das ist sehr gut zu wissen.
wollte gerade sagen, das sieht doch so verdächtig aus. Ich guck mal nochmal schnell auf der rechten Seite. Nee. Hätte sein können, dass hier vielleicht irgendwie ein Geheimgang lauert. Sag mal, wie tief geht's noch runter? Aha. Echt jetzt? Nur eine Potion? Na gut, ich will mich nicht allzu sehr beklagen. Ich erst mal, was links ist. Das war knapp. Au. So schön. Level up. Gegengift. Hier geht's schon mal nix. Guck ich mal, was hier ist. Ah. Sag bloß, das führt mich jetzt hier in ein anderes Areal. Aha. Okay, da oben komme ich schon mal nicht hin. Shit, ich komme auch nicht mehr zurück hoch. Oh. Wind Orb. Slice Force with Supersonic Gusts of Wind. Interessant. War das nicht sogar meine Vermutung? Ob es doch irgendwie Wind Orbs gibt? Apropos. Cool. Aber die machen wahrscheinlich kaum Schaden. Die Windorbs. Konfuzius sagt, wer hochsteigt, wird tief fallen. Okay, doch, die machen schon ganz gut Schaden. Die, vor allem sehr schnell, aber halt auch ein bisschen wenig. Tausend kleine Nadelstiche. Truhe mit... Ah, Gegengift. Jetzt reicht's aber mal mit Gegengift. Ich könnte Heilungsgegenstände gebrauchen. Oh. Aha. Und... Maximum Health up. Sehr schön. Das ist links. Ah. Rechts ist hier anscheinend nichts. Okay, und hier ist auch nichts. Gut. Auch nichts. Sehr schön. Dann mal weiter hoch. Ah, jetzt bin ich da am Anfang wieder. Ah, okay, gut. Einmal speichern. Macht soweit guten Schaden gegenüber den Schleim. Ja doch, macht ganz guten Schaden jetzt mittlerweile. Ist halt aber auch sehr schnell. Was besser gelingt. Also so können manche Orbs sein. Richtig schnell. Mal gucken, wie lange ich die Windorbs einsetzen werde. Das Problem ist, ich komme hier nicht hoch. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie eine Ability brauche. Wo
wo ich doch weiterspringen kann oder anderes, ähnliches. I don't know. Auf jeden Fall schauen wir mal, was hier rechts noch ist. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, in der Gegenwart dort ein Boss, aber es glaube ich eher weniger. Oh! Wie? Was hast du vor? Ach, das war's. Okay. Huh. Gott, hier komme ich schon mal hoch. Und hier kriegen wir Antidot. Warum Antidot? Ein Dokument. Was gibt es hier rechts? Okay, das ging flott diesmal. Oh, Bosszeit. Nee, doch nicht. Puh. Where the hell? Katakomben? Krypta? Wird halt leider nicht hier angezeigt, wie das Gebiet heißt. Ach, kurz kratzen. Oh, mein linker Fuß tut weh. Ah, einen Moment.